Ja, moin Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Fallout Shelter in der Spätschichtwoche, wenn die Katzen durchdrehen. Da ist es mal wieder typisch. Leute, weg, los, raus. Du auch, Shiva. Jetzt hängt meine Decke fest. So. Ah, guck mal, ich bin zurück. Ich bin zurück. Wieso war ich weg? Warum habe ich das getan? Welche Quest habe ich? Verkaufe Waffen, sammle 10 Schrottteile. Ja gut, das ist alles recht easy. Wir machen mal... Was soll denn die Scheiße jetzt? Oh Mann. Also müssen sie wieder ewig laufen. Wieso ist da nur einer? Achso, ja. Ne, wieso ist da einer drin? Achso. Fallout Boy. Hä? Wir brauchen doch eine Truppe hier oben. Wir haben eigentlich Evil dafür. Und der hängt hier aber drin, ne? Ja, der sollte schleunigst mal wieder an die Arbeit gehen. Ach so, klar. Ich... Oh Gott, ich hatte einen Hirnfurz oder so. Mich gibt es ja zweimal momentan in der World. Und deswegen bin ich am Trainieren. Da. So, wir haben jetzt auf E6 trainiert. Und ich kann tatsächlich noch auf E7, weil ich am Wochenende natürlich Geld ohne Ende gesammelt habe. Leute, könnt ihr irgendwo anders spielen? Geht das? Es ist so schlimm mit diesen Katzen. Und das dauert auch so ewig. Vor allem, wir haben nur so eine Handvoll Leute, aber so eine riesige Vault. Und die ist einfach komplett leer. Aber sie wird sich noch füllen, Leute. Keine Sorge, sie wird sich füllen. Es wird der Zeitpunkt kommen, wo die Leute hier sogar in die Barackenschlange stehen. Eines Tages. Weil wenn man 200 Bewohner hat, kann ich euch jetzt schon sagen, da ist nicht wirklich viel Platz. Du kannst halt auch nur eine Handvoll rausschicken. Das heißt, der Rest muss alles drinnen bleiben. Da fragt man sich natürlich, was macht man mit denen? Kannst du jetzt mal umfallen? Ich würde gerne weitermachen. Alter. Ist das denn ernst? Kennt ihr diese Schauspieler, die erstmal so ewig noch rumlaufen? Ich sterbe. Das kriegt mich immer so auf. Und das war einer von denen. Okay. So, ich muss kurz mal meinen Discord öffnen. Habe ich noch gar nicht gemacht. Und zwar habe ich genug Geld gesammelt, um tatsächlich mein nächstes Level up zu machen. Das heißt, ich würde auf Ausdauer 7 landen. Und dann brauche ich noch 3 weitere Level. Das heißt 700. Ne, haben wir dann. 700 haben wir schon. Ne, 2 weitere Level, wenn wir auf 7 sind. Ne, 3. 3. 800, 900, 1000. Ja, das sind 2700, die ich da noch brauche. Ey, weiß nicht, ob ich auf die verzichte. Aber es wäre mein Endgame-Charakter, ganz ehrlich, Leute. Wenn ich den hier ausbaue, das wäre mein Endgame-Charakter. Ich glaube, dafür sollte ich sparen. Er ist zwar nicht perfekt, weil er schon Stufe 9 ist. In meinem Hirn geht es gerade ziemlich ab. Mein Hirn sagt, nein, du brauchst deine Stufe 1. Oh. Und ich denke mir so, nein, brauche ich nicht. Stufe 9 reicht aus. Ah, der Kampf in mir, ey. So, die Folge hat angefangen, ne? Ist wahrscheinlich schon vor 5 Minuten. So, Bugsy ist halb tot. Monkeys ist halb tot. 6 ist halb tot. Und dann haben wir hier Fallout Boy. Der wollte, glaube ich, noch Stufe 14 erreichen, bevor er losgeht. Ja, du gut, du bist eh noch nicht geheilt. Okay, und dann komme ich. Ich nehme jetzt einfach mal alles mit. Ich weiß, da ist kein Schrott dabei, aber ihr werdet es nicht glauben, aber ich kann zaubern. Ich kann aus Scheiße Schrott machen. Pass auf. Hui. Okay, ich habe euch verarscht.
Hui! Ich habe mir da mehr von erhofft. Okay, kriegen wir 10 Stück zusammen. Nö. Ja, geil. Geil. Das hat sich jetzt voll gelohnt. Aber hatte ich nicht... Ach, Klamotten. Ich hatte noch Klamotten gefunden, ne? Ja, du kannst mich retten. Okay. Dreimal Garn. Das sind schon mal 3 Schrottteile. Einmal Garn. Das sind 4 Schrottteile. Dich können wir auch hier zusetzen. Okay, du mich auch. Nochmal 2-mal Garn, 2-mal Klebeband. Oh, oh, oh. Und 4 Laborkittel. Ach, sammle Schrottteile. Ich dachte, verkaufe. Oh. Oh, das macht's natürlich auch ein bisschen einfacher, ne? Ja, crazy. Das ist richtig crazy. Was ist denn unsere jetzige Aufgabe? Apropos. Ich habe Monkeysass vergessen. Ja, Monkeysass vergessen, Leute. Denn, Monkeysass wollte gerne Breitseite machen. Jetzt gucke ich mal ganz kurz nach, was hat Monkeysass alles so bei sich. Ich glaube, ich habe es falsch geschrieben. Inventroy. Das ist das Inventroy. Inventory. So. Ja, das ist jetzt mein Inventory. Nein, ich bin ich eigentlich behindert oder so? So, 2 Stims. Alles klar. Gut, das wollte ich wissen. Wo ist er überhaupt? Kann er überhaupt derzeit raus? Oh, Deadline ist tot. 1000 hat er mich gekostet, aber er kommt mit Plus zurück. Unten im Globus. Unten im Brahminleder. Also mittlerweile 18 Stunden hält er durch. Oh. Alles klar. Ist nicht schlecht. Twinlin ist da 3 Stunden und 20 Minuten, aber du kommst zurück mit der Lunchbox. Übrigens, er hat sich umgefärbt. Er sieht ein bisschen aus, als wäre er zu lange in der Sonne gewesen, aber das kann ja auch sein. Er war ja immerhin im Ödland. Und dann haben wir hier Lord Huntington. Der kommt auch zurück. Und dann bin ich morgen mal gespannt, was unser guter Freund Tywin Lannister alles so aus seiner Lunchbox bekommt. Wenn es zu viel ist, dann raste ich aus. Ich wollte die Lunchbox endlich haben. Ja, zu blöd, dass ihr alle nicht heil seid, sonst hätte ich euch alle rausgeschickt. Aber ihr heilt schon. Das wird schon. Wieso hängt hier eigentlich die 6 ab? Ach stimmt, wir hatten nirgendwo mehr Platz für den, ne? Ja, wir hatten keinen Platz mehr für ihn. Aber rein theoretisch kannst du da aushelfen, oder nicht? Ja, komm. Geh mal hoch da. Wir hatten auch Neuzugänge, aber das mache ich mal morgen. Weil heute wird es, glaube ich, schon zu knapp, ne? Ja. Könnte ich machen. Wieso laufe ich da eigentlich durch die Gegend? Ja, wir brauchen früher oder später brauchen wir jeden Raum mindestens 2, die aufpassen, dass nicht alles abfackelt. Weil das dauert echt lange. Ui, Stufe 14. Weißt du, du bist Fallout Boy. Dein Red ist ja auch nicht mehr so groß. Aber weißt du, ich schick dich am Anfang der nächsten Folge raus. Da hast du die Möglichkeit, noch was zu finden. Weil jetzt bei 8 Minuten ist die Wahrscheinlichkeit ja um 50% verringert. So, Zero, geh arbeiten. Wie alle anderen hier in dieser World auch. Okay. Monkeysass. Wo ist Monkeysass? Ich muss jetzt koordiniert arbeiten. Monkeysass im Generator. Weißt du was? Du kriegst eine Gratisheilung. Damit du heute nämlich noch rausgehen kannst zur Breitseite. Übrigens, wir haben hier eine neue Questreihe. Das Buch der Liebe. Deswegen ist das andere verschwunden. Ich hoffe, das hier war nicht Breitseite. Ich glaube nicht. In der Breitseite wäre, glaube ich, egal. Ah, da. Alles klaro. Dann schicken wir mal Monkeysass mit 2 Stims weg, ne? Ja.
Alles klar. Viel Glück! Oh, du hast immerhin hast du ein Sturmgewehr am Start, ne? Also das könnte was werden. Wenn auch alleine immer so ein bisschen tragisch ist, aber das ist ja eure Sache. Wer sein Geld verlieren will, soll dies tun. Ich wollte eigentlich auf Klamotten klicken. Ich komme hier nicht klar. Ausgerüstet, ey, alle. Outfit. Wie? Nein, da war es doch gerade. Inventar. Ah. Das wollte ich tun. Sehr schön. Da läuft der Monkey Sass. Und wir haben jetzt ganz kurz Zeit. Ja, komm. Ich habe schon gedacht, wir hätten keine Zeit dafür. So, schließe 2 im Ödland entdeckte Quests ab. Okay, das eventuell morgen. Das dauert noch lange. Rüste 23 Bewohner mit einer Waffe aus. Tut mir leid, aber... Überlebe 6 Maulwurfsangriffe ohne Opfer. Oh, ein Mr. Handy. Oh, den kann ich gut gebrauchen. Dann können wir hier einen Raum dazwischen setzen. So wie hier. Ne? Und dann läuft der Mr. Handy durch die Gegend. Das wäre nice. Alles klar. So. Aber man muss dazu sagen, diese Quest ist meistens verbuggt. Oder ich check's ja einfach nicht. Keine Ahnung. Ich hatte ja bis vor kurzem auf dem PC sogar auch noch. Ich habe ja auf dem Handy und auf dem PC einen Überlebensmodus quasi gestartet, den Fallout Shelter. Und da hatte ich auch diese Quest. Mit der Lunchbox als Preis. Allerdings immer, wenn Viecher kamen und ich sie getötet habe, bevor sie sich ausgebreitet haben, habe ich keinen Punkt dafür bekommen, Leute. Keinen einzigen Punkt. Die haben mir einfach mal so den Mittelfinger gezeigt und dachten sich, Zero, haha, ich verarsche dich nur. Hast du umsonst auf 626 aufgestockt und deine Gebäude abgegradet, damit du Maulwurfsraten kriegst? Ah, naja. So, auf jeden Fall. Oh. Ui. Ach, die 6. Da ist die 6. Ja, gut, dann kannst du eigentlich auch wieder zurück. Stärke 1, ja, das wird's vollbringen. So. Du heißt nämlich. Bruder. So, Bruder, da bist du. Jetzt die willkommen in der Vault. Was haben wir denn noch so am Start? Hier, komm, du wirst zu 6. Also der andere, der auch gerne die 6 haben wollte, wir haben doch die 5 als Auswahl. Und alle Frauen können übrigens auch zu Männern gemacht werden. Also seid nicht schüchtern, seid Transgender. Okay. Netland hat noch geschrieben, schick mich doch mit all meinen Stims raus. Ja, woher soll ich wissen, ob du all deine Stims verwenden willst oder nicht? Vielleicht sparst du dir für dir eine Quest auf. Ich bin doch hier nicht hier der Typ, der alles weiß. Ganz im Gegenteil. Der nichts weiß eigentlich. Dafür bin ich bekannt. Vor allem morgens. Vor allem vor der Arbeit. So. Jetzt gehen wir noch mal kurz in die Sporthalle. Da haben wir noch ein paar Leute, die trainieren möchten. Da haben wir zum Beispiel unter anderem Yassin. Yassin, ist er schon wieder da? Ist Yassin wieder da? Yassin. Ach, er ist im Klassenzimmer. Stimmt, Intelligenz hast du schon trainiert, ne? Sehr schön. Deine Intelligenz ist somit auf 2. Und jetzt fehlt noch die Beweglichkeit. Das bist ja du, ne? Nee, ist Ausdauer. Was ist Beweglichkeit? Ah, alles klar. Ah, Moment. Wir müssen koordinierter arbeiten jetzt. Wer ist hier drin? Rapex und Reaper. Die beiden R's. Ah, du bist fast fertig. Okay, dich darf ich nicht wegschicken. Ah, du bist auch fast fertig. Wie lange braucht ihr noch? 19 Stunden. Alles klar. Yassin, wir machen einen Deal. Du gehst jetzt nochmal raus. Wieso hast du eigentlich keine Rüstung an? Mir tut mir leid, mehr als das kann ich dir momentan nicht bieten. wir machen die. Du gehst jetzt nochmal raus, ne? Nun? Und wenn du wiederkommst, darfst du trainieren. Also bist du kurz vom Level up, ne? Alter Schwede. Ist das nicht wunderschön? Morgens früh,
Da bohren die Nachbarn doch so schön. Ich würde jetzt am liebsten auf dem Balkon sitzen und ihm, keine Ahnung, auf den Kopf dachen. Auf Kopf dachen was? Auf den Kopf kacken. Ihr merkt schon, es ist wirklich morgens. Also, wenn ihr merkt, dass ich solche Versprecher mache, dann wisst ihr, der Zero ist gerade erst aufgewacht. Und wenn es dann auch noch anfängt zu bohren. Hoch, hoch. Naja, es ist nicht laut, das heißt, es muss irgendwo ganz unten sein. Das heißt, ich muss gleich unten irgendwo auf eine Matte kacken. Damit die wissen, was ich davon halte, morgens zu bohren. Naja, auf jeden Fall haben wir noch. Pasco würde gerne sein E auf 300 machen. Pasco. Was hast denn du jetzt hier auf E? Oh. Ich hab dir nur 200 abgezogen. Das heißt, ich muss dir nochmal 200 abziehen. Alter Schwede. Remove. Money. Pasco. 200. Ja, Mensch. Alles klar. So, wo ist er jetzt? Wo ist unsere Pascolina? Da ist Pascolina. Was machst du eigentlich da unten? Da gehörst du eigentlich gar nicht hin. So, erstmal, du darfst als allererstes eh trainieren. Und ich trainiere jetzt auch gerade noch Ausdauer. Denn ich möchte auf die 7. Das heißt, ich ziehe mir jetzt 700 ab. Ups, fast wären 600 gewesen. 700. So. Damit bin ich jetzt ein armes Kind. Ich habe noch ungefähr 200 Kronkorken. Ich habe jetzt quasi alles für diese drei Level-Ups ausgegeben. Aber es lohnt sich. Wenn ihr euch mal vorstellt, dass ich pro Ausdauerpunkt mehr Leben bekomme. Pro Maximalen. Das heißt, wenn ich dann irgendwie noch eine richtig schicke Ausdauerrüstung habe, die wir wahrscheinlich noch nicht haben, auf die ich dann noch warten muss, ja. Auf die muss ich dann noch irgendwie warten, dass ich die irgendwie kaufen kann. Also Leute, wenn ihr irgendwas im Ödland findet, mit E4, E5, ich kauf's euch ab. Ich kauf's euch wirklich ab. Es wird zwar noch sehr, sehr lange dauern, höchstwahrscheinlich einen Monat, bis der Zero-to-Go einsatzbereit ist, aber das ist es mir wert. Das ist es mir wirklich wert. Ich werde einfach dann losziehen, in die weite Welt hinaus, mit E15 am besten. Und dann werde ich leveln. Und dann werde ich leveln. Das ist mein Plan. Ich meine, ich werde mich auch erstmal mit E3 begnügen, also so ist es nicht. Aber ich werde erst losziehen, wenn ich E5 habe oder E4. Das kann ich bestimmt später in der Werkstatt bauen, ne? Geh mal kurz runter. Das muss überprüft werden. Habe ich hier eigentlich noch einen Ödländer rumstehen, den ich übersehen habe? 1, 4, 2. Ist immer wieder schön, dass die ganzen Frauen nicht besetzt sind. Pyro, ich glaube, du bist jetzt nicht wirklich... Bist du eigentlich unterwegs in Discord? Weiß ich gar nicht. Wenn, dann sehe ich dich da nicht so oft. Ich glaube eigentlich nicht, sonst haben wir einfach alles, ne? Ja, cool. So, gucken wir mal. Ich brauche eine E-Kleidung. Das Beste, was ich herstellen kann, ist wahrscheinlich E3, ne? Den Rest müssen wir finden. Oder upgraden. Aber das geht erst ab 55. Ich weiß, dass im Überlebensmodus ab 45 die Ghule und Todeskrallen kommen. Ich weiß jetzt nicht, aber wie es hier ist. 45. Schauen wir mal. Aber ich meine, das kriegen wir schon irgendwie hin. Das kriegen wir schon irgendwie hin. Ja gut. Leute, ich würde sagen, das war's für heute. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder, wenn es richtig abgeht. Wenn ich meine 7 Ausdauer habe. Ausdauer? Beweglichkeit. Wenn ich... wieso ist eigentlich nicht... Was ich mich hier gerade frage, wieso ist Ausdauer... Doch, ist Ausdauer. Beweglichkeit. Wieso wechsle ich das immer? Gott!
Ja klar, weil E, ne? A müsste Ausdauer sein. Ist ja alles Englisch schon. Leute, wir sehen uns in der nächsten Folge. Kriegen wir auch eine Lunchbox von Tywin und dann gucken wir mal, dass er vielleicht eine E5-Rüstung für uns hat. Haut rein, euer Zero. Tschüss.